Moinsen, Freunde der Simulation, und willkommen zu einer weiteren Folge von Train Simulator 2017 mit mir, dem Timo. Guten Tag. Seit langem kommt mal wieder U-Bahn-Fuckwort auf meinem Kanal, meine Lieblingsstrecke. Ne, und diesmal mit was ganz Besonderem, das werdet ihr allerdings gleich sehen. Erstmal schwingen wir uns in den Führerstand und wir wollen mal loslegen, ne? Ne? Genau, dann die gut, Kurs 01. Hä? Das 01. Linie 90, hallo. Ziel ist, muss ich mal kurz gucken. Wir fahren nach Ginnheim, das ist die 711 von Südbahnhof an, korrekt. Jo, steht da auch. Licht an. Genau. Klingeltesten funktioniert auch. Abblendlicht an. Okay, gut, dann kann's losgehen. Ich hatte mal lang mal wieder Lust auf U-Bahn fahren, also ich habe privat schon ein bisschen gespielt, aber jetzt bin ich es mal wieder für meinen YouTube-Kanal im Rahmen der Vorproduktion für die nächste Zeit. Ihr wisst ja schon warum, denke ich mal. Wenn nicht, kommt es noch in den nächsten Videos. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu erklären. Weil die nicht einfach die hochgeladen werden. Hüben haben wir eine U8, die jetzt hier reinfährt, ne? Genau. Vielleicht werde ich das auch hören dann. Nächste Station. Schweizer Platz, Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Habt ihr es gehört? Also die Ansagen, ja. Normal, ne? Ja, das Beste ist aber, habt ihr den Schall gehört? Habt ihr den Schall gehört? Das hat so ein bisschen geschallt, oder? Habt ihr es? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich hoffe mal. Denn, jo. Das sind bei mir nicht normale Ansagen. Ich habe mir nämlich das Ansagenpaket von Ravisystem Soundboards geholt. Neue Sounds und so. Was rum? Ja, und das, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich finde eigentlich, also der Schall vor allem beim Ansagen, das finde ich in Nächste Station, Willy-Brandt-Platz. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da fällt mal kurz das ein, nimmt. Auch auf, nimmt's auf? Ja, es nimmt auf. Ich habe schon lange kein Train Simulator mal aufgenommen, deswegen wollte ich gucken, ob OBS auch aufnimmt, ne? Tag, Kollege! Ich war vor ein paar Tagen selbst mal wieder in Frankfurt, hab ein bisschen bin da ein bisschen gefahren, also das ist wirklich, also realistisch, was hier gemacht wird. Ich war
Also hat mich da neu, hat mich vor kurzem erneut überzeugt, dass das wirklich gut ist, was ich auch gut finde, dass es jetzt hier eine Fantasie an sich gibt, auch wenn die zu wünschen übrig lässt, ne? Ja. Naja. Ja gut. Und weiter. Ups. Weiter geht's. Nächste Station, Hauptwache Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9 sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ciao, Kollege. Und was ich erzählen will, zur Zeit, wo ich das hier aufnehme, also wurde vor ein paar Tagen in dem Bereich, wo wir auch dann entlangfahren werden, wurde eine Bombe entschärft. Kann ich auch mal kurz zeigen, in welchem Bereich das ist. Das ist hier, weiß ich mal genau, wo, also hier irgendwo war das, wo das Service 7 steht. Nächste Station, Eschenheimer Tor. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Es hat gerade kurz gehangen. Da, Kollege mit dem Zweiwagen, freut mich. Hallo. Was ich ganz gut, das ist was schon länger ist, dass bei den U-Bahn-Wagen jetzt auch die jeweilige Route angezeigt wird. Das ist seit dem letzten Update, wo auch die U5 hinzugekommen ist. So, ich glaube, ich habe aber so das wirklich noch nie so wirklich gezeigt. Ja. Nächste Station, Grüneburgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir passieren gerade die Abstellanlage vom Eschenheimer Tor. Das Beste ist, als ich vor ein paar Tagen in Frankfurt war, da bin ich unter anderem mit der U5 gefahren, da waren die Eisbauarbeiter im Tunnel, da gibt es nämlich derzeit, in Frankfurt wird nämlich derzeit ziemlich viel umgebaut. Also in Sachen Gleisen, da kommt es immer zu Behinderungen. Im Moment ist zum Beispiel Johanna Teschplatz für eine auf der Strecke von der U7 gesperrt wegen Gleisbauarbeiten. Deswegen wird die U7 nur bis zur Eissporthalle Festplatz. Und wendet dann da. Also, ist witzig. Der Bedeutung kommt in die Innenstadt nur noch mit der U4 zu Fuß oder mit dem Schienenersatzverkehr. Ist meiner Meinung nach wahnsinnig witzig. Nächste Station, Holzhausenstraße, Unicampus Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, also ich würde mal sagen, wir gehen zur Uni, ne? Ist ja da, der Campus Westend ist ja gleich hier mit dabei, ne? Können wir gleich über U-Bahn fahren neu lernen.
Warum hier ein Fahrrad drin sitzt, fragt mich nicht. Ups. Nächste Station, Miguel Adickes Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist die letzte Station, die wir unterirdisch fahren. Danach geht's hoch auf die Hetternheimer Landstraße. Wo wir dann auf einer eigenen Trasse in der Mitte fahren. So. Nächste Station, Dornbusch, Hessischer Rundfunk. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir fahren mitten in der Nacht, das ist natürlich, ne? Tag, Kollege. Man sieht halt nicht sehr viel. Ne? Da kommt gerade noch ein Zug an. Ah, Tag, den Kollege, fährst du gerade Höchststrecke, ne? Nächste Station, Fritz-Thanow-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der ist so Rundfunk, wo wir gerade übrigens gehalten haben, beim Dorf ist er da, wurde auch evakuiert, weil eine Bombe entschärft wurde. Das war halt eine Bombe. Wenn Bumm macht, dann macht die wirklich Bumm, also. Nicht zu unterschätzen. Kommt da hinten schon wieder ein Zug oder was ist da oder was blinkt da hinten so doll? Ist das ein Bug oder soll das so sein? Hey, da kommt auf jeden Fall eine Linie. Nächste Station, Hügelstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 39 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da ist gerade ein Kollege von der U2 beigefahren, ne? Hut ab, Langstrecke. Ja, aber noch nicht so lang wie die U3.
schon wieder eine Linie. Ne, da ist schon wieder ein anderer Zug, ne? Oh, falscher Kopf. Nächste Station, hey, Lindenbaum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tja, hoi, 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 hoi. Ich hab heute wieder einen Clown gefrühstückt. Der war lecker. Natürlich bin ich auch genau hier, Heute anrufen, Rabatt sichern, Frankfurter Touristenzentrum. Okay. Tolle Werbung. Muss ich wirklich sagen, ne? Da kommt, glaube ich, schon wieder ein Zug. Oder? Ich weiß nicht. Ja, ich hatte recht. Station, Weißer Stein. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S6 sowie zu den Buslinien 63, 66 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zu machen. Wahrscheinlich vergesse ich's, wenn ich mit euch. Nächste Station, Heddernheim. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U1. Zur Weiterfahrt in Richtung Bad Homburg-Gonzenheim mit der Linie U2 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mann. Nimmst du Fehler, die man machen kann, ne? Hier, das ist sogar eine Tür aufgegangen. Jo, alles klar. So viele passiert mir halt leider Gottes immer wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kollege von U3. Nee, falsch. Nächste Station,
Seilweg. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U1. Zur Weiterfahrt in Richtung Oberursel-Hohe Mark mit der Linie U3 oder in Richtung Riedberg mit der Linie U8 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kollege von den Bussen. Nächste Station, Heddernheimer Landstraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie U9 in Richtung Niedereschbach vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hier geht's dann wieder in den Nordwestzentrum-Tunnel, der kürzeste Tunnel auf dem gesamten Netz, weil er nur eine Station umfasst. Nenn ich mal echt gut geplant, ne? Ja, Kollege. Nächste Station, Nordwestzentrum. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 29, 60 und 72 sowie zu den Regionalbussen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So hatte ich jetzt nicht im Bauch. Da. Tja. U1 oder U9 Ginnheim über Römerstadt 3 Wagenzug. Ja, nice. Nächste Station, Römerstadt. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
war die Notbremse jetzt notwendig. Gesundheit! Nochmal Gesundheit! Nächste Station, Niederpark. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Absteheranlage von Römerstadt mit einem derzeit pausierten U2-Wagen im Dreiergespann. Der Frankfurter Fernsehturm, himmlisch, ne? Gut ausgeleuchtet, also gut ab und ich bin zu schnell. Und da ist ein Kollege. Hi. Ich muss gerade mal gucken, auf welches Gleis wir denn dann fahren. Wir fahren auf Gleis 4. Das ist das mittlere. Das bedeutet ja genau. Alter, bei mir hier hinten jetzt gerade, das ist belastend. Nächste Station, Ginnheim. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 16 sowie zu den Buslinien 39 und 64. Links steht die Linie U9 nach Niederesbach. Zählen Fahrgäste hier bitte alle aussteigen. Dieses Fahrzeug wird ausgesetzt. Ich hole hier bitte alle aussteigen. Dieses Fahrzeug wird ausgesetzt. Das denke ich auch. Das ist auch meiner Meinung nach eine super Funktion. Also, das finde ich super. So, mal gucken. Ziel abgeschlossen, 21 von 21 Geschwindigkeitsziel und zur Verwendung des Signalhorns 18 Mal. Seit wann wird denn das gezählt? Außerdem, das war nicht unzulässig, war vor. Egal. Im Gefangenen, genau, U2H, bin ich gar nicht gefahren, aber okay. Na gut, direkte Entfernung, 7 Meilen, beziehungsweise 12 Stundenkilometer. Ja. Okay, das wär's dann von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, irgendwo haben wir einen Daumen hoch, einen Kommentar, was euch gefallen hat. Falls Verbesserungsvorschläge auch gerne in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Haut rein, tschüss mit euch, ciao.